Der Rivale, die zweite Runde. Bei der ersten habe ich ja regellos verkackt. Mein Safeset wollte nicht laden. Das war mein Problem. Okay, das Tutok kann auch Erdbeben. Das müssen wir jetzt beachten. Was hat denn eingesetzt? Simsalat, Tutok und Magneton, ne? Also 10 bringt mir gar nichts. Das habe ich jetzt echt mal wieder feststellen müssen, leider. Ich kann Gengar auch nicht bringen. Und Glurak ist mir wegen Turtok zu unsicher. Genauso wie Magneton. Da bleibt ja fast nur noch Tauros noch als Möglichkeit. Super. Ich bin begeistert echt über den. Weil der kann mich immer paralysieren mit jedem. Okay, jetzt haben wir den Kukowai gegen uns, okay. Wieder bald. Kein perfektes Matchup hier. Kein Akani. Kein Turtok. Das war nämlich die 12, die ich gehofft habe. Ne, Mega Sauger kann der, okay. Ne, schwacher Treffer. So wie es sich gehört. Ich geh mal davon aus, dass der, oh, er geht auf Vergiftung. Okay. Ich merke das schon. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Nicht, dass der noch mal mit Ikesam um die Ecke kommt. Weil noch kann ich den Giftschaden hier noch annehmen. Nee, Psychokinese. Jetzt bin ich ja schon gezwungen auszutauschen. Boah, ey, wir haben ja so viel Pech, ey. Ja, der Kampf wird immer beschissener hier. Weil der nervige Pokémon hat. Ja, gut, mit Starmie gebe ich wieder Einladung zum Megasaugern, klar. Volkes, mein scheiß Speziwert sinkt nicht. Man sammelt eigentlich viel zu wenig KP. Das ist auch so ein enormer Nachteil meines Starmies. Das merke ich nämlich immer mehr. Ja, aber reicht nicht. Und er ist natürlich nicht paralysiert. Nee, eigentlich nicht. Sein Pokémon ist mal wieder nur zu gut. Aber wenn wir das ausgetauscht haben, das Chanera, dann hilft er jetzt mir das jetzt sogar. Gott sei Dank. Gucke, weil. Ist ja auch ein nerviges Pokémon bei dem, ey. Toxin, aber keine Explosion. Ja, immerhin das hat er nicht. Der ist auch noch. Ja, klar, ist der schneller. Weil, als wenn er wüsste, dass dann Volltreffer bei rauskommt. Echt. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Du wirst die Arena betreten. Ringfrei für Tauros. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Und das ist schneller. Was geht ab? Boah, immer schneller. Deine Spezialattacke ist am Boden. Das stört mich nicht. Ich hoffe, dass jetzt hier was anderes wirkt. So sieht es aus. Das war eine Schwachstelle. Und das überlebt das. Gibt es einfach nicht, ey. Boah, die Verteidigung von Simsalabim ist doch so scheiße, ey. Und das überlebt es auch noch. Mann. Auf die Bretter. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Warum hat das nicht gereicht? Die Reservebank ist leer. Oh, es wurde vergiftet. Wird es das überstehen? Nun
heißt es ein Pokémon gegen zwei. Der kann ja keine Genesung. Wie kommt denn das? Ein guter Treffer. Oder will er es jetzt beenden? Das ist auch eine Frage. Was hat er jetzt vor? Was nun? Er ist paralysiert. Das hat seinen Grund. 20. Mal gucken, ob das doppelt wird. Ein sehr rasanter Kampf. In der Theorie muss es nämlich doppelt werden. Ja, aber Simsa, das ist mir wurscht. Den Switch in jetzt hier sparen können. Oh, das kann Erdbeben. Es regeneriert Kraftpunkte. Das kann Erdbeben. Ne, es bleibt bei den 20, okay. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Werden wir ja sehen. Ja, das ist blöd. Hier ist der Angriff. Das hat gesetzt. Was geht eigentlich? Also viel ist das nicht. Muss ich dann auch mal da. Also das könnten wir noch gewinnen. Was ist das? Also Chanera kann das auch noch rocken. Also das Simsala könnt ihr Gedanken schon streichen. Es geht nur um das Turtok hier. Das ist das Einzige, was mich hier noch aufhalten kann. Gift, jo. Der Erd und ein Quid natürlich. Natürlich noch ein Quid und dann ist vorbei. Das kann's nicht sein, ey. Wer hat manchmal Quits erfunden, echt? Wer hat das erfunden? Wer hat diese verdammten Volltreffer erfunden? Dieser Lucky Punch, ey, Mann. Der Simsala war gedanklich weg, weil mit 3 KP und Paralyse hat er nichts mehr zu melden. Ja, ganz einfach, ey. Boah, ich glaub das nicht. Vor allem Taurus hat auch das Simsala nicht klein bekommen. Das hat mich auch so ein bisschen abgefuckt. Ja, das habe ich auch abgefuckt. Mutter aller Schlachten. Das Finale gegen den Rivalen. Das letzte Gefecht auf dem Kreuzzug durch die Arena-Leiterburg wartet auf den Herausforderer. Koko war immer wieder. Er kommt wieder mit Toxin an. Oh, Toxin! Es will den Gegner langsam, aber stetig schwächen. Kannst du ruhig. Ich will dich verkrüppeln, heißt es ja auch, paralysieren. Beide sind sehr vorsichtig. Na, oh, es geht. Er tauscht aus. Pokémon führt in seinem Pokéball zurück. Okay. Für Simsala. Was passiert jetzt? Ein guter Treffer. Jo, lässt sich sehen. Na, ich bin gezwungen, das zu paralysieren. Da kommt nur ein Reflektor, nice. Obwohl der Reflektor auch nicht ganz so toll ist. Ja, jetzt bin ich gezwungen auszutauschen. Ja, jetzt bin ich gezwungen. Er kann keine Genesung. Der Trainer wechselt das Pokémon. Ich muss Taurus dann bringen, wenn ich ihn brauche. Was nun? Alter, gib ihm noch mehr. Bitte gib ihm einfach noch mehr. Meine Fresse, gib ihm noch mehr, ey. Gib ihm noch mehr Lack. Volltreffer. Spezialsenkung, gib ihm noch mehr Lack. Ganz ehrlich. Ja, ein Treffer. Gib ihm noch mehr Lack. Ich höre mich darüber aufregen, aber das ist dann nur noch Lack. Ja, nochmal und nochmal, komm. Ja, gib's mir noch mehr mit deiner fucking Psychokinese. Natürlich reicht das nicht für einen Geowurf.
Psychokinese. Ja, ein der crittet auch nicht sein brauchen wieder. Aber das regt mich in der ersten Generation leider echt auf. Quits. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Du bist an der Reihe. Ringfrei für Tauros. Es muss jetzt einiges. Ja, ich weiß, der Reflektor. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Dass ich schneller bin, ist klar. Vielleicht wirkt auch die Paralyse. Oder ich krieg den Quit, danke. Dann haben wir auch gelernt, dann wirkt der Reflektor auch nicht. Simsalat down. Du Lacker mit deiner scheiß Psychokinese. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Das frage ich mich jetzt auch. Okay. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Der ist auch paralysiert. Da kommt dann mein nächster Body Slam. Boah, das ist ja gar nichts. Okay. Es ist vollständig paralysiert. Der Kampf wird immer intensiver. Es ist paralysiert. Guck, was wir hier noch reißen können mit Tauros. Was nun? Ein Boostertreffer. Psychokinese. Was ist das? Dampfwasser. Okay, Hyperstrahl-Action. Du sollst draufgehen. Das wäre mir jetzt am liebsten. Das war ein Hyperstrahl. Ein Spitzentreffer. Wow. Danke, Kuku war erledigt. Tauros hat seinen Dienst erfüllt. Was kommt jetzt noch, ist die Frage. Ich habe noch Chanera in der Hinterhand. Turtok wäre wohl nicht. Na, natürlich Turtok. Oh, natürlich wieder mal sein Skater. Ich wäre sogar schneller, okay. Kann sich nicht rühren. Wie kommt denn das? Kommt ein Surfer. Kommt ein Surfer um die Ecke. Der reicht. Oh, ist das das Ende? Der reicht. Es kann doch nicht sein, dass ich an dem hier verrecke, ey. Oh, der hat wieder. Oh, das regt mich hier so auf. Ich habe zwar 200 KP. Sieht der Erdbeben ab 100, ne? Knapp über 100. Ja, es kommt wieder das Erdbeben. Da reicht auch wieder ein Quit. Wir sind in der gleichen Situation wie vorhin. Ja, wir sind in der gleichen Situation wie vorhin. Gleiche Ausgangslage. Hier könnte ich eigentlich einen Safe-Set auch setzen, aber das mache ich nicht. Aber es ist die gleiche Ausgangslage. Ein Quit reicht wieder, um mich down zu kriegen. Und das ist halt das, was immer das Problem ist. Oh, wow, wow, wow. Mit Giftschaden muss ich da aufpassen. Dann muss ich jetzt sogar auf die Paralyse angewiesen. Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Es regeneriert Kraftpunkte. Nee. Jetzt war das auch nur 10 AP davon. Erdbeben. Trotzdem. Das war ein Wunderpunkt. Natürlich. Natürlich. War das nicht klar? War das nicht klar? Eigentlich war es mal wieder klar. Dass wieder mal so ein blöder Quit hier entscheidet über Sieg und Niederlage. Vor allem der Quit ist unwahrscheinlicher als die scheiß Paralyse. Mann, scheiß Wahrscheinlichkeiten. KI-Vorteil. Ich bin die drei Pokémon gezwungen zu nehmen. Mutter aller Schlachten. Das Finale gegen den Rivalen. Das letzte Gefecht auf dem Kreuzzug durch die Arena-Leiterbrücke. Ach, das Matchup schon wieder. Das Matchup wieder.
Ja. Das fängt wieder so an, wie das erste, wo er vorhin begonnen hat. Es wird wahrscheinlich wieder auf den Volltreffer hinauslaufen, ey. Ich könnte natürlich Tauros auch schon viel. Jetzt könnte ich schon Tauros eigentlich in der Regel bringen, ja. Hat aber keinen Sinn. Aber noch ist der Giftschaden human. Er wechselt wieder aus. Auf Simsala, oder? Ja. Das gleiche Spiel wie vorhin. Was geht ab? Ein guter Treffer. So, ich werde ihn wieder paralysieren. Dann hat Simsala wieder freie Bahn. Da kommen wir nämlich wieder in den Reflektor, das kennen wir schon. Was passiert jetzt? Oh, es ist paralysiert. 60, das ist schon viel zu viel. Vielleicht sind es 80, das ist schon zu viel. Weißt du, der Weg ist jetzt frei für Stami. Ganz einfach. Aber der kriegt nie die Paralyse ab. Ich krieg gleich, also ich krieg wieder einen Quit und die Spezi-Senkung. Oh! Ich sag gar nichts. Ich sag gar nichts gerade. So, mal schauen wir, was wir jetzt ohne Senkung hier anrichten. Gegen das Simsala. 40, da braucht ich immer noch zwei Schläge für. Ach, es will nämlich auch verkrüppeln. Okay. Also gegen das Dummy, da hat er was gegen. Dass das anfängt. Dann kommt wieder eine Psychokinese. Was geht ab? Ihr Treffer hat kaum Schaden verursacht. Ja, hat aber gereicht. Mein Surfer kommt durch. Ja, Simsala, der überlebt viel. Schade, dass es noch keine spezielle Verteidigung gibt. Da wäre er schon längst down. Oh. Es ist vollständig paralysiert. Wir nicht. Das ist aber nice. So sieht es aus. Richtig, so sieht es aus. Jo, das läuft jetzt so ein bisschen bei meinem Glück. Also ich glaube, das wäre so ein glücksabhängiger Kampf hier. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Genau, welches Pokémon vor allen Dingen, ja? Pokémon! Komm, schnapp sie dir! Ein Pokémon-Wechsel steht an. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 2 Pokémon. Noch ist nicht. Nee, entschieden ist hier noch gar nichts, da gebe ich dir recht. Pokémon-Wechsel steht an. Entschieden ist hier noch gar nichts. Oh, es wurde vergiftet! Wird es das überstehen? Jo, das wird schon überstehen. So, da kommt ein Megasauger. Was passiert jetzt? Mit einem Crit natürlich. War vorhersehbar. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Ich weiß nicht, was das Kokobei sonst noch kann. Er wechselt nämlich nicht aus. Es regeneriert Kraftpunkte. Eigentlich bräuchte ich halt ja auch gegen Tur. Also das Tutor könnte wirklich zum Problem werden. Ein guter Treffer. Ein schwacher Treffer. So würde ich es eher beschreiben. Weil der braucht fast. Ja, der braucht 4 Schläge. Mit Geowurf. Dann ist er down. Schau, jetzt der heilt sich nicht. Also ich kalkuliere hier lieber mit 5. Das ist mir deutlich lieber. Und wenn ich dann noch den Spezi-Senkung bekomme, gute Nacht, ey. Oder ich krieg einen Quit ab. So dass ich mich wieder heilen muss. Mein Stami ist leider auch paralysiert. Es regeneriert Kraftpunkte. Das ist leider ein ganz großes Problem. Skatus-Veränderung hier. Ja. Beziehungsweise ist ja keine Skatus-Veränderung. Es sind primäre Veränderungen. Also primäre Skatus-Veränderungen. Ja, ein Treffer. Kannst du mal aufhören zu treffen? Kannst du mal paralysiert sein? Ja. Ja gut, irgendwann gehen die Psychogenesen aus. Ich kann auch nicht Stami einwechseln hier. Höchstens Tauros könnte ich hier einswitchen. Switch in.
Alles andere ist blanker Selbstmord. Er zieht mir fast 70 Punkte ab, das ist viel. Die Arena-Fight geht weiter. Und ich möchte eigentlich nicht auf den Hyperschrat pochen, ich möchte eigentlich auf den Body Slam mehr pochen. Was geht ab? Ach, ganz schwerer Treffer. Okay. Vollständig paralysiert. Der Kampf wird immer intensiver. Der ist schon intensiv genug hier. So, nächster Geowurf. Was ist das? Goku Bash geht nicht mehr lange. Dafür sorge ich. Das war eine Schwachstelle. Okay. Beide Kämpfer sind erschöpft. Wir machen Weichei. Okay. Das verstehe ich nicht. Das Kokobai ist doch fast down. Okay. Ich bin gezwungen, ihn zu paralysieren. In der Hoffnung, dass ich das überlebe. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Ja, wegen dem Erdbeben natürlich. Also das Tudok ist echt scheiße. Oh, das überlebe ich sogar noch mit Vergiftung. Das heißt, den kann ich eigentlich sogar noch extra Damage gleich mitgeben. Das ist Glück, dass das jetzt genau gereicht hat. Weil jetzt kann ich dir doch einen Donnerblitz hinterher schicken. Tudok. Riech mal was. Genau auf die Schwachstelle. Was? Warum so wenig? Und das war's. Berechtigte Frage, warum so wenig? Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Hallo? Das war gar nix. Da war ja mal wieder Geowurf stärker. Das habe ich jetzt. Hä? Haben zwei Pokémon übrig. Die Pokémon schenken sich nichts. Nee, wir schenken uns jetzt ja gar nichts mehr. Donnerblitz. Perfekter Treffer. Kommt der nächste Erdbeben. Was ist das? Ein guter Treffer. Oh, das überlebe ich nochmal. Hätte ich jetzt nicht gedacht von Starmie. Aber wie viel der einschickt mit dem Donnerblitz. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wie kommt denn das? Ja. Jetzt kommt noch Kukowai. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Das ist auch angekratzt. Ich habe noch Tauros komplett in der Hinterhand. Diese Werbebank ist leer. Wenn das Mega saugert mich, dann kriegt er nochmal 20 KP dazu und dann wird es nochmal kritisch. Aber ich komme mit dem Eisstrahl durch. Nice. Damit haben wir den Rivalenkampf besiegt. Wir haben ihn geschafft. Mit Glück ist mir wurscht. Geschafft ist geschafft. Ja. Ja, für Runde 2. Boah, ich kann mich jetzt eigentlich schon mal für alle Ausraster entschuldigen, ey. Die hier kamen. Boah, alle möglichen Ausraster kamen jetzt hier nochmal zusammen. In der Räderleiterburg in der Runde 2. Aber irgendwann kommt... Es sitzt einfach irgendwann der Frust, ganz einfach. Irgendwann sitzt einfach nur der Frust. Und der Frust sitzt dann richtig so tief in dir drin, wo dass du denkst, was machst du eigentlich falsch? Also manchmal waren es Kämpfe dabei, da hatte ich so viel mäßig Glück. Und dann gibt es Kämpfe, da denkst du dir nur, womit hast du das verdient? Ja, und boah. Und was weiß ich noch alles. Heftig, einfach nur heftig, ey, die zweite. Also die zweite Runde ist echt heftig. Und im Stadion geht es ja noch weiter. Ist ja noch nicht Feierabend hier. Das ist ja das Problem. Das Display ist ja nicht vorbei. Ja, das Kolosseum wartet noch. Das Stadion wartet noch auf uns. Ich kriege ein Pokémon-Geschenk. Ah, was kriegen wir denn? Was kriege ich? Eigentlich müsste ich ein Mewtwo-Guide bekommen. Oder irgendwie was anderes. Seltenes. Was bekommt man hier? Oh, super. Ein Kikli. Wahnsinn. Ich habe ein Kikli gewonnen.
Ja, genau. So habe ich auch geschkunzelt, ey. Boah, also die Arena Letterburg ist geschafft. Ja. Die rühren wir hier nicht mehr an. Und beim Skaldun geht es dann beim nächsten Mal einfach weiter. Und bis dahin, bleibt mir treu. Ja, gebt ruhig auch ein Like auf die Rage Parts. Ich denke mal, die meisten können es verstehen, wenn sie die Kämpfe sehen. Aber das wird doch übel werden. Im Skaldun wird es nicht leichter. Gerade die Meisterballrunde, die wird echt nicht leichter. Aus dem ganz einfachen Grund, da werden Levelunterschiede noch kommen und das wird richtig hart werden. Ich freue mich auch irgendwo drauf, aber ich sehe die nächsten Rages schon kommen. Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns wieder, wenn es wieder das Let's Play Pokémon Stadium.